in der Lage waren, diese Anlage rechtzeitig zu machen und wir nichts anderes gemacht haben als 4 Stunden Improvisation. Wir hatten einen wunderschönen Ablaufplan mit allem gleichberechtigten der Teilnahme. Nein, ich will ja gar nicht die Heizung drehen. Du hast doch alles versucht. Da waren doch noch andere. Also, nur noch mal. Es war scheiße. Es ist gut, dass wir das nächstes Mal besser machen. Da werden wir uns drum bemühen. Ich möchte gerne bestimmte Elemente auch noch professioneller gestalten. Ohne das mit der Professionalität zu überzeichnen und zu übertreiben. So, du möchtest was erklären dazu. Ja, na klar. Zum Beispiel, dass ich das wunderschön fand, wie viele Leute so lange heute ausgehalten haben in dieser Hitze. Aber dass das nicht ausreicht, ich muss das jetzt mal auf Berlinerisch sagen, sich für diese, wie sagt man, wie hast du das genannt, was die Verwaltung mit euch gemacht hat? Bürokratisierung und Reglementierung. Genau. Sich darüber zu beschweren und dann zu sagen, wir machen jetzt aber weiter im Text, obwohl wir zu wenig Zeit zum Aufbauen hatten. Ja, also kann man nicht, also den Kreis kriegen wir hier nicht irgendwie quadratisch, das geht einfach nicht. Und was wir gemacht haben, war, wir hätten gerne eine halbe Stunde noch einen Soundcheck gemacht, um das mal so, das hätten wir euch allen gerne zugemutet. Dann wäre das in Ruhe abgelaufen. Die Band wollte unbedingt spielen, hat sich dann aber doch entschlossen, sich darüber zu beschweren, dass es doch nicht fertig war. Also hinterher, wer bis zum Schluss geblieben ist, hat dann gerne noch die Wedge gesehen und hat festgestellt, wie geil es war. Danke also nochmal für alle, die da waren und im nächsten Jahr wieder. Und nächstes Mal kriegen wir von vornherein hin und danke nochmal an alle, die mir aufgebaut und geholfen haben. Ich will auch nochmal 2 Sätze sagen zu dieser Reglementierung, Bürokratisierung durch die Kreisverwaltung hier. Es gibt nur ein einziges Mittel, das nächstes Mal hinzukriegen. Nein, ich will vorwegschicken. Wir müssen uns darauf einstellen, dass angesichts der politischen Lage in diesem Land die undemokratischen Maßnahmen von oben zunehmen werden und nicht weniger werden. Das war schon mal ein Vorspiel auf schärfere Zeiten, die kommen. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Antwort darauf. Die heißt, wir müssen unsere Zahl verdoppeln. Weil ab 10.000 oder 15.000 funktioniert das nicht mehr. Und das ist die Antwort. Wir können noch so viel mit denen reden, das bringt so gut wie gar nichts. Zu bürgerlichen Gerichten zu gehen, bringt manchmal ein bisschen was, wenn Druck da ist. Aber das Einzige, was wirklich was bringt, ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhöhen. Und das ist der Punkt, wo ihr alle gefordert sind. Ich muss mal sagen, ein Büro, so klein das ist, und ich kann euch sagen, Pascal und seine Freundinnen und Freunde, wir haben wirklich die letzten Wochen Tag und Nacht geschuftet. Und hier in Kaiserslautern, Conny sitzt ja vor mir, und die Kaiserslautern Kolleginnen und Kollegen auch. Wir können nicht mehr viel mehr machen. Was gemacht werden muss, ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt in die Höhe zu treiben. Und wenn ich heute mir die Demonstration angeguckt habe, und jetzt gerade kam mein Kollege Peter zu mir und sagte, Rainer, ich muss ja eine schlechte Nachricht machen. Wir haben letztes Jahr mit den 2.500 mehr Geld gesammelt als mit den 5.000 dieses Jahr. Da habe ich gesagt, Peter, das ist doch klar. Dieses Mal waren ganz viele junge Leute da. Und ich schmeiße einfach nicht deine 100-Euro-Scheine in den Pott. Aber es ist auch toll, dass die da waren. Weil das ist der richtige Weg, wie wir in die Zahlen insgesamt hochkommen. Und wie wir die sich jetzt angefangen haben, in anderen sozialen Bewegungen, Fridays for Future, Umweltschutz und wo auch immer, Antirassismus, wieder bewegen, auch zu gewinnen für die Friedensfrage. Und ich bin froh, dass die Hanna geredet hat. Das war eine tolle Rede, die die junge Frau von Fridays for Future gehalten hat. In diese Richtung müssen wir weitermachen. Dann müssen wir uns auch um 10.000 nicht mehr ganz große Gedanken für das nächste Jahr machen. Und in diese Richtung möchte ich alle ermutigen, weiterzugehen. Und dann will ich auch nochmal sagen, dass das alles möglich wird, gibt es eine Grundvoraussetzung für mich. Und die ist das hier. Dieses fantastische Camp. Dieses wahrscheinlich fast einmalige Camp. Und ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich weiß nicht, wer es alles mithört, alle, die hier vorher die Woche schon hier waren und aufgebaut haben, alle, die jetzt nächste Woche noch teilweise hier bleiben und abbauen und alle, die die Tag und Nacht geschuftet haben, von der Küche über die Getränke bis zur Musik und alle, herzlichen, herzlichen Dank. Ihr seid das Herz der Rammstein-Kampagne. Ohne euch ging es nicht weiter hin. Vielleicht könnt ihr, die jetzt alle sitzt,
dass heute Abend in den persönlichen Gesprächen ja nochmal den einen oder anderen, der jetzt oben da noch am Infostand steht oder der in der Küche noch ausschenkt oder der gerade den Nachtdienst vorbereitet oder den Fahrdienst macht, nochmal weitersagen. Eure Arbeit, die Arbeit derer, die das hier im Kern tragen, kann gar nicht hochgeschätzt werden. Das ist das Herz und das A und O für die erfolgreiche Zukunft und die Weiterentwicklung der Rammstein-Kampagne. Und mein dritter Gedanke auch schon mal jetzt in die Zukunft. Ich glaube, und ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen, weil Sie ein bisschen kurz gekommen sind diesmal. Die Internationalität dieser Kampagne, das Einordnen der Stopp-Rammstein-Kampagne zusammen mit unseren internationalen Freundinnen und Freunden ist für mich ein Kettenglied. Wir werden diese Airbase Rammstein nicht alleine durch deutschen Protest schließen. Wir werden sie nur schließen können, wenn der Protest gegen alle Airbase und die Militarisierung in den anderen Ländern auch wächst. Und dazu gehört eine tolle internationale Vernetzung. Und ich bin froh auf die Kollegin aus Kolumbien, die heute geredet hat. Ich habe mich riesig über unseren italienischen Freund gefreut, der hier war. Und alle von Pat Elder mit seinen tollen Beiträgen, auch in der Kirche, über Dave Webb, Alain Rouet aus Frankreich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir hätten es wahrscheinlich ein bisschen mehr um euch kümmern müssen. Aber vielleicht können wir das ja ausgleichen dadurch, dass wir heute Abend sagen, ich gucke mal, wo der Finanzmensch hier steht. Die ausländischen Gäste kriegen heute Abend ein bisschen Freibier, um sich einfach feiern zu können. Also diese Internationalität müssen wir ausbauen und dazu gehören dann auch weiter solche Sachen wie den Basenkongress und Ähnlichem. Ich finde es im Nachhinein gut und richtig, dass wir mit der Friedenswerkstatt hier ins Camp gegangen sind. Das war eine richtige Bereicherung des Camps und eine Bereicherung der Debatte. Ich denke, dass wir auf diesem Wege weitermachen sollten und hier das fortsetzen sollten. Dass in diesem scheiß Zelten manchmal total heiß war, mein Gott, manches muss man auch ertragen und erleben. Das liegt ein bisschen am Wetter, ja. So, also, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassend sagen soll, Rammstein 2019 war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um die Kampagne und die Aktivitäten weiterzuentwickeln. Wir mussten, ich kann euch sagen, wir haben auch Angst gehabt. Wir mussten wegkommen von dieser Entwicklung, dass es weniger wurde. Wir mussten dieses wieder umdrehen. Und das haben wir dank eurer aller Hilfe großartig geschafft. Von 2,5 auf 5.000 ist wirklich großartig. Das haben wir geschafft. Und lasst uns das jetzt als Ausgangsposition nehmen für, und ich will es nochmal sagen, für eine intensive Auswertung. Und ihr seid alle gebeten, per Mail, per wie auch immer, sich daran zu beteiligen. Und wir werden im Oktober, Ende Oktober, eine Aktionskonferenz der Kampagne Stopp Airbase Rammstein in Frankfurt machen. Und ich erhoffe mir, dass es da ganz, ganz viele neue Gesichter bei dieser Aktionskonferenz gibt, die mit uns auswerten und planen für nächstes Jahr. Und planen heißt auch, mitzumachen in den Arbeitsgruppen, die es zur Vorbereitung gibt. Es gibt die tolle Arbeitsgruppe des Camps, es gibt aber auch eine wirklich gute Arbeitsgruppe, die sich mit Medienfragen, mit Social Media beschäftigt. Die müssen aber stärker werden. Von daher bitte ich euch auch zu überlegen, wie ihr mitmachen und euch beteiligen könnt. Also mein Fazit für heute, dank euch, war es großartig, wir haben Stein gemeißelt, was festgeklopft, wir haben eine gute Voraussetzung geschaffen und denkt immer dran, wir machen das nicht, weil wir glauben, dass es uns besser geht, wir machen das für den Frieden auf dieser Welt, wir machen das für alle die, die tagtäglich und sekündlich unter den Kriegen leiden. Und an der Kernpunkt, von wem aus die Kriege geführt werden, ist die US Airbase Rammstein. Und deswegen müssen wir sie gemeinsam, und auch wenn es noch lange dauert, müssen wir sie geschlossen kriegen. Wir sehen uns spätestens wieder im Juni 2020, aber möglicherweise bei einem Krieg oder bei einem drohenden Krieg schon vorher. Und ihr seid gebeten worden, ganz, ganz viele nächstes Mal noch mehr mitzubringen, damit wir die Aktivitäten ausbauen können. Also herzlichen Dank an alle von euch für das, was ihr gemacht habt. Wir, glaube ich, waren ein tolles Team. Wir haben es gut hingekriegt. Wir machen weiter. Wir sind aufgestanden. Wir setzen uns nicht wieder hin. Dankeschön.